Was soll denn dieses Geschrei? Ist ja gut. Ich bin ja schon da. Euer Foxy ist wieder am Start. Und er zeigt euch jetzt mal, was die Stunde geschlagen hat. Herr Fuchs von Wolke, pass mal auf. Ja, wunderschön. Dodongo, I can't wait to bomb some Dodongos. Und diesmal habe ich es wahr gemacht, ne? Oh, ja. Da bin ich etwas zu spät gewesen. Hoia! Wunderbar. Ja, ihr kommt auch noch dran. Alles gut. Ja. Ach, jetzt hast du es getan. Erst mich ablenken und dann mich auch noch hauen. Ich sehe nichts. Was für ein unglaublicher Kampf. Okay. Na, wie sieht's mit euch aus? Dann halt so. Und du? Komm mal raus da. Ha, hu, ha! Komm, Fox, trau dich ran. Fox gibt einfach wunderschöne Geräusche von sich, oder? So, ja, auf jeden Fall sind wir am 13. Tag angekommen. Fox weiß immer noch nicht, was er hier machen sollte. Ha! Macht aber auch nichts, denn eins steht fest. Es geht vor allem darum, zu überleben. Nur darum geht es. Überlebe, Fox! Ja! So, eins wäre weg. Für das zweite hat es nicht mehr gereicht. Ha! So, wunderbar. Aber ihr seht, hier ist immer noch nicht aufgeräumt. Hier ist ordentlich was los. Wahnsinn. Oh, shit! Oh. Für einen kurzen Moment habe ich gedacht, ich habe irgendwie das Schild schon im falschen Winkel gehalten! Ja! So, meine lieben Freunde. Super Kamikaze Attack! Fuck. Mann, das hat ihn trotzdem erwischt. Yay! So muss das sein. Ich bin wundervoll. Mit dem Schwert. So. Na, aber hey, wir haben sogar ordentlich Rubies bekommen und heute muss es doch endlich mal klappen mit dem Kistenglück, oder? Ich meine, zwei Wochen sind jetzt so gut wie rum. Wir haben immer noch nichts Brauchbares aus der Kiste. Oh, ja, aber diesmal groß. Komm, da muss was Gescheites drin sein. Jetzt bin ich sicher, jetzt bekommen wir was richtig Großes. Passt mal auf. Jetzt wird's. Aufgepasst. Wir bekommen... Holy shit! Enterhaken, Fanghaken, was auch immer. Richtig gut. Ich meine, ich muss mich nirgendwo dranhaken oder so, aber ist doch schön, wenn man seine Gegner auch mal betäuben kann. Ja. Der gute alte Fanghaken, endlich ist er unser. Ja. Was mache ich? Rotes Elixier. Habe ich ein neues Schild? Brauche ich zur Abwechslung aber nicht. Aber mehr kann ich mir auch schon nicht leisten mit den paar Rubinchen. Also schlafen wir direkt und gehen in den 14. Tag. Ja, schöne Szene mit dem Feuer. Ich weiß ganz genau, dass einfach nur gerade die Gegner geladen werden. Oder was weiß ich. Muss ja nicht unbedingt sein, nee. So, auf geht's. Und schaut mal, unser Arwing steckt immer noch da oben fest und oh, hier könnte es sich um einen Eisenprinz handeln und um eine Ananas. Um einen, habe ich einen Ananas gesagt? Eine Ananas? Und die macht sich sofort auf den Weg, unseren Fox zu besiegen.
Holy shit, war das eine verlustreiche Schlacht, aber wir bekommen unsere Herzen direkt wieder. Weil, ich muss aufpassen, sonst ist es hier gegen den Hackepeter nämlich sofort vorbei. Hier, Hackepeter. Mal auf, Hackepeter. Kann nicht schaden, wenn er uns verfolgt, während wir hier alles andere machen, oder? Glaubst du nicht, dass ich mich jetzt an den Rand traue? Ich könnte mich ja mit dem Fanghaken irgendwie an den Rand trauen, oder so. Ah, das wäre witzig, aber ich glaube, ich lasse das mal besser. Bei nur 6 Herzen ist das keine gute Idee. Ella Badge! Oh, daneben geschmissen. Macht ja nichts draus. Passiert manchmal. Manchmal setze ich die Bomben eben nicht so weise ein, wie Peppy das gerne hätte. Hast du die Idee, wie ich meinen Arwing da oben runterkriege vom Berg? Oder muss ich erst Slippy anrufen? Damit er eine Lösung für uns findet. Oh no! Slippy Davis. Wenn wir... wenn bei uns nicht, etwas nicht richtig läuft, dann bringt er es nämlich zum Laufen. Deswegen Slippy Davis. Unser Frosch für Kundenzufriedenheit. Oh shit, sogar so eine Hand. Hey, leave me alone! Wenn die mir jetzt auch noch folgen, dann habe ich aber ein Riesenproblem. Oh, nein, 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 nein. Ich sagte nein. Okay. Das fand Fox jetzt aber gar nicht cool. Oh, sehr schön. Ich kriege ja direkt all meine Energie wieder. Man ist ja doch gnädig. Oh, Alter, wie cool der da hochgestapft ist. Als Fressbrett! So. Ein Glück, wir haben ja den Hackepeter wenigstens los. Komm mal her. Schön. Gut. Aber ihr seht, wie viel hier immer noch los ist. Hier ist alles geboten. Kann ich euch mit dem Fanghaken... Nee. Oh Gott, noch 2 Hackepeter! Die sind gerade weggeschoben worden. Hast du gesehen? Die werden weggeschoben. Das ist voll witzig. Schnauze, ich darf das lustig finden. Danke. Oh! Das ist keine gute Idee und ich sollte zusehen, dass ich hier wegkomme. Ja. Oh, hier ist so viel zu tun. Bleib gefälligst. Nein, 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 nein. Nein, nein, so eine verdammte Scheiße. Deswegen hasse ich die so. Ah. Zwei Wochen sind wir hier und es wird immer schlimmer. So wird das nichts mit dem 4-Tages-Schnitt. Ja, toll. Aber hey, sie war sehr lieb. Sie war sehr liebenswürdig, die Blase. Komm weiter in die Lava und komm nie wieder raus. Oh Gott. Der ist echt nicht aufzuhalten. Das ist jetzt gerade nicht wirklich passiert, oder? Komm her. Komm her. Und machen wir es doch einfach auf die altbewährte Art und Weise. Ja! Kriege ich nochmal Energie? Ja, ich kriege Energie. Ist ja der Hammer. Boah, also so schwer das hier auch ist, so gnädig sind sie auch.
Das ist der absolute Oberwahnsinn. Und ich dachte, das wird ein Kurzprojekt, aber es wird richtig lang dauern. Ich hätte nicht gedacht, dass ich für 31 Tage so lange brauchen könnte. Aber man sieht's, hier geht's ja ordentlich zur Sache. Hier ist jetzt schon so viel zu tun. Und solange diese Hackepeter hier sind, muss ich natürlich auch noch relativ defensiv kämpfen. Ah, klar. Kannst du bitte aufhören? Oh Gott. Das ist ja heiß. Bitte geh doch mal aus der Anwesenheit. Das ist ja heiß, ja lustig. Oh Gott, da ist ja noch so eine Hand. Die merke ich jetzt erst. Dabei hört man sie die ganze Zeit. Oh Gott, nichts wie weg hier. Boah, der Tag ist ja richtig heftig. Der Tag ist ja sowas von heftig. Heute ist so ein schöner Tag. Na, bleib mal hier. Perfekt. Oh, komm doch zu mir. Hast du nicht geschafft, ne? Warte mal. Der deaktiviert sich nur gleich wieder. Hör auf damit! Komm her! Haha! So, werden die auch mal weg. Nur noch drei Gegner. Und kein Hackepeter mehr. Doch, ein Hackepeter noch, stimmt. Fuck. Ja, es tut mir leid, Kurzzeitgedächtnis Hawk ist wieder am Start. Oh Gott, was mache ich denn jetzt hier? Ihn rauslocken, natürlich. Was auch sonst? Ja, komm her. Gott, du bist dämlich. Ich kämpfe mit dir nicht in der Lava, das kannst du voll vergessen. Ja, komm her. Komm her. Huppa. Na also. Hä? Was geht mit dir? Wieso bist du denn jetzt im Unverwundbarkeitsmodus? Ich finde das ein bisschen unfair. Ist nur aber nur meine unpopuläre Pinie. Okay. Also der 14. Tag ist echt heftig. Hätte ich nicht gedacht, dass wir dafür den ganzen Part brauchen. Wahnsinn. Scheiße, wo ist denn der jetzt hin? Ah, da unten bist du. Du, hör mal, ich habe noch mehr zu tun. Kannst du bitte mal rauskommen da? Ja, sehr gut. So, prima. So, und als letztes da der Hackepeter, ne? Da sind wir uns einig. Hiya! Das war gut, ne? Ich bin sicher, das war gut. Seht ihr, das war voll gut. Dreh mal nicht so durch da drin. So, ich krieg keine Herzen mehr. Macht aber nichts. Ich lasse den erstmal da rauslaufen, ne? Also nicht, dass ihr euch wundert, so. Weil hier kämpft sich nicht ganz so gut. Finde ich jetzt persönlich. Es ist meine persönliche Meinung. Ist nicht ganz so schön, hier zu kämpfen. So in der Lava. Da, wo die Erde ganz besonders heiß ist. Herr Paschulke mochte das schon nicht besonders und Fox genauso wenig, behaupte ich jetzt einfach mal. Er denkt sich auch, was? Die Erde ist ja heiß, das kann doch nicht sein. Vielleicht ist auf Corderia die Erde ja aber auch nicht heiß. Und das kann natürlich alles sein. So,
Na klar. Hippa! War ein bisschen doof. Oh Gott. Ich will jetzt keinen Fehler mehr machen. Na komm her. So, das war's. Boah. Das hätten wir geschafft. Donnerwetter, war das eine schwere Geburt. Und dafür gibt's nur eine kleine Kiste, das ist schon klar. Aber wenigstens kriege ich nochmal voll Energie. Seht ihr, ich habe nie Energie verloren. Das war, ein flawless Run der allerersten Güte. Ich bekomme ein bisschen Angst, wie lange dieses Let's Play noch dauern könnte. Nicht, dass es doch noch mit dem Adventskalender kollidiert. Wahrscheinlich sogar. Rubies. Schön, schön. So, ich spare noch ein bisschen. Wir gehen direkt in den nächsten Tag. Guck mal, Fox brennt. Der hat sich gerade den Fuß verbrannt. Ich habe es genau gesehen. Ich habe es ganz genau gesehen, dass er sich den Fuß verbrannt hat. Ihr habt es alle gesehen, oder? Ihr habt es alle gesehen. Gut. Mama. Ach so, den 15. Tag. Mach mal. Oh, bitte, lass den nicht so umfangreich sein wie das jetzt gerade. Ich brauche auch mal meinen Schönheitsschlaf. Düdli, 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 düdli. Ja, guck mal, viele kleine Gegner. Das passt doch diesmal. Oh, Otter. Also im Vergleich zu dem, was wir gerade hatten, ist das ja hier Wellnessurlaub. Guckt mal. Hier die Luftblasen von unserem Wellnessbad. Die Eier zum Frühstück. Die elektrisch aufgeladenen Quallen im... Elektrisch aufgeladene Quallen-Aquarium. Ja, das war wunderbar, Fox. Das ist schön. Du kannst doch gerne weitergehen. So, wunderbar. Jetzt kann ich ja doch noch meinen 4-Tage-Schnitt erreichen, oder? Komm, das machen wir jetzt ganz fix hier. Wow, ich habe mich gerade gewundert, warum alle Schädel von der Karte verschwunden sind. Irgendwas war da gerade merkwürdig. So, okay. Ja, hier ist viel los, aber eben auch viel Kleingetier. Damit sollten wir auch klarkommen, oder? Hau nicht ab. Spuck mir nicht an. Das sind die obersten Verhaltensregeln, wenn ihr Fox gegenübersteht. Nicht anspucken, nicht wegrennen, Fresse halten, sterben. Das sind die obersten Regeln, so. Ist hier noch was? Nö. Was ist denn? Oh mein Gott. Großartig. Hier alle mal in einer Reihe aufstellen. So hab ich das doch gerne. So kann das doch bitte immer sein. Alle mal in einer Reihe aufstellen und alles ist erledigt. Schon haben wir uns für den 14. Tag rehabilitiert und wisst ihr was? Ich will den nächsten Tag auch noch machen. Das ging jetzt viel zu schnell. Aber jetzt kommt wahrscheinlich ins Haus wieder alles rein. Jetzt kommen wieder 5 Hackepeter und 3 Ananasse. Rubies. Und 5 Hände noch nebenbei und was weiß ich was. Was wird böse? Wow! Look at that! It's beautiful! Ja Mensch! Was ist das? Ja, das ist ja immer noch verhältnismäßig, verhältnismäßig. Ja, schön wieder alle in einer Reihe aufstellen. Brav. Na, also, sie haben dazugelernt. Sie wissen es mittlerweile alle besser. Ey, komm mir nicht. Wo ist dein Anführer?
Der lässt sich ganz schön Zeit, kann das sein? Ah, da ist er ja. Foxy! Foxy, wirklich! Ah, Foxy. Foxy McCloudy, du alte Socke, du. Das ist einfach ein wunderschöner Anblick. Komm näher. Komm näher. Also so groß ist er jetzt auch nicht jetzt. Oder so klein ist er jetzt auch nicht, dass wir daneben hauen müssten, Fox. So, du hältst die Schnauze. Was kriegst du gleich halt auf die Schnauze? Oh. Muss ich die Hitbox von den Blasen manchmal kapieren? Eigentlich nicht, ne? So, muss da... Oh Gott, wieder so viele Deckengrabscher hier. Heia! Die sind aber sehr geduldig, die Laser. Kann das sein? Ich finde die wahnsinnig geduldig. Also der hätte mich doch jetzt schon irgendwie... weiß ich wie lang angreifen können. Die sind nicht so cholerisch wie viele andere Gegner hier. Wuppa. Gut. Haben wir den wunden Punkt doch noch getroffen. Komm, ich will den loswerden. Der nervt mich. Na komm näher. Sehr schön. Wäre das auch erledigt? Und wir können uns ganz dem Lavabecken hier widmen, vor dem ich ein bisschen Angst habe. Oh, ich bin so geldgeil, ne? Wow, das war cool. Ja, aber für den Ruby gehe ich jetzt nicht zurück. Oh Gott. Hörst du es? Es sieht nicht so wahnsinnig gut aus. Ich muss aufpassen, sonst muss ich doch hier mein Elixier nehmen. Komm her. Oh, das war so klar. Ah. Oh, krieg hier doch die Motten. Dass das jetzt ausgerechnet zweimal in diesem Part passieren muss. Der hat sich auch schon wieder sprungbereit gemacht hier. Komm her. So. Okay. Schaffen wir es noch ohne Elixier? Das wird sich zeigen. Ihr werdet nicht immer so wütend hier. So. Machen wir es doch so. Ah. Oh, du warst nicht der, den ich anvisiert habe, aber der, den ich tötete. Insofern bin ich zufrieden. So. Oh, ihr seid doofe Gegner jetzt hier, muss ich jetzt wirklich mal sagen, an der Stelle. Cool. Okay. Den habe ich schon mal ohne Energieverlust eingesackt. Den jetzt hier überhaupt nicht wiederum. Uah. Boah, wow, sehr gut, ich bekomme nochmal Energie. Seht ihr, sie sind so gnädig mit mir. Ich muss meine Elixier gar nicht verbrauchen. Oh. Fox! Warum kamst du denn da jetzt nicht hoch? Ja, du musst da aber hochkommen. Das Spiel will mich ganz offensichtlich vergackeiern. Oder verhohnepiepeln. Beides wunderschöne Ausdrücke. Also alles nicht so schlimm wie der 14. Tag bisher, aber Donnerwetter.
Da ging's ab, ne? Wuhu! Rubies. 50 Rubies! Sollten wir vielleicht doch nochmal ganz schnell gucken, bevor ich den Part beende, was wir uns davon Hübsches kaufen können. Weil jetzt haben wir 135. Ich speichere hier mal. Man weiß ja nie, ich muss ab und zu mal an die Safe States denken, sonst kackt mir das alles hier noch ab. Das muss wirklich nie sein. Hier kann ich natürlich auch nochmal speichern, so. You've saved me. So, was haben wir denn hier noch? Du hattest... Ach so, genau, du hast... du warst... Ja, natürlich, mit dir war ich schon ziemlich mal wegen der... Au! Oh, er hat... Er hat das Link auf dem Bodenprallgeräusch. Wie cool. Ich habe Pfeile, aber ich habe keinen Bogen. Und sie tauchen nicht im Inventar auf. Ob das irgendwas zu sagen hat? Vielleicht tauchen sie erst auf, wenn ich den Bogen habe. Und ansonsten habe ich jetzt Geld verschwendet. Schön. You do not have magic power. Scheiße. Ja, übrigens immer noch nicht, ne? So. Ein Mirror Shield. Das könnte eventuell nochmal nützlich werden. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber wozu? Ich mach das jetzt einfach. Hallo? Ich meine, wie blöd wäre ich, das nicht zu tun? So, jetzt aber endgültig Schluss, Part in Überlänge. So, hier, mein schönes Spiegelschild rüste ich noch aus. Passt eh viel besser zu Fox, zu seinem roten Schwert. Guckt mal, das passt doch jetzt viel besser. Und, ja, wir sehen uns dann im 17. Tag wieder.